Wir haben einen Bildungsexperten eingeladen, der wie kein Zweiter über Bildung reden kann. Seine Abiturnote war 3,1. Er hat 2 Studiengänge abgebrochen. Aber sehr, sehr viele Deutsche glauben, er ist der klügste Deutsche. Herzlich willkommen, Günther Jauch. Einen schönen guten Abend, Herr Jauch. Bitte Platz nehmen. Ja. Um es mal gleich zu sagen, 3,1 als Abiturnote, war das 1975 in Berlin cool oder war das ein Makel? Weder noch. Das war einfach äußerst mäßig. Aber es war, glaube ich, auch deutlich unwichtiger, als so ein Abiturschnitt heute ist. Mir war es zum Beispiel völlig egal. Also weil Sie wussten, Numerus Clausus brauche ich nicht. Ich werde kein Arzt, ich werde nichts, was Bedeutung hat. Na, es war sogar noch schlimmer. Ich hatte keine Lust, erst mal zu studieren. Ich wollte erst mal chillen, wie es heute heißen würde. Und meine Eltern waren entsetzt und sagten, beginne bitte ein Studium. Und dann habe ich mich für Jura beworben. Und Numerus Clausus bei Jura war 3,0. Demzufolge habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, super, ich muss, man lässt mich leider nicht. Und bekam dann zu meinem großen Bedauern aber einen Nachrückplatz. Dann habe ich mal Jura angefangen, damit ich aus dem Haus war für meine Eltern. Aber bin dann schnell an die Journalistenschule in München gekommen und dann war alles gut. Diese 3,1 sind ein Ausdruck dessen, dass Sie ein fleißiger Schüler waren, natürlich. Na, es war einfach so, man kennt das aus dem Sport, dass man sagt, ein Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Und ich habe da im Grunde eine sehr rationale und rationelle Berechnung angestellt. Wie schaffe ich es, dass ich nicht sitzen bleibe, also keine Zeit verliere? Ich wollte auch zu Hause keinen Stress haben, dass ich mit 5 oder mit 4 Minusen nach Hause komme. Haben Sie nie eine gehabt, eine 5? Doch, das begann mit Nadelarbeit in der 3. Klasse. Das war die erste. Was ist 5. das? Eine Nadelarbeit. Stricken. Ja, sticken, stricken, Knopf annähen, alles sowas. Wie kann man da eine 5 kriegen? Es ging. Das war in der Grundschule auch die einzige, auch das einzige Mal, dass ich bei einer Note geheult hatte. Also das war ein schwerer Schock. Warum bitte? Was? Ja, weil ich eigentlich den Turnbeutel, den ich gestickt hatte, fand ich eigentlich ganz schön. Also die einzige immerhin. Aber deswegen habe ich einfach nur so viel getan, um dann wieder Fußball zu spielen oder den Kicker zu studieren, um irgendwie durchzukommen. Und das reichte dann. War das Ihren Eltern genug? Der Vater ist Doktor der Geisteswissenschaften. Haben Sie den unglücklich gemacht als Vater? Ja, er wünschte sich immer, versucht doch wenigstens am Schwanz des ersten Drittels zu sein. Also wir waren immer gut 30 Kinder in der Klasse. Am, und er, Schwanz, am Schwanz des ersten Drittels. Ah, also okay. Ich war immer so am Schwanz oder noch ein bisschen weiter des zweiten Drittels. Okay. So, und da wünschte er sich eine Verbesserung zum ersten Drittel. Aber er merkte, dass ich irgendwie durchkam und dann hat er sich auch nicht mehr aufgeregt. Aber das war so ein Gymnasium mit Latein. Altgriechisch haben Sie auch gemacht? Mhm. Wissen Sie irgendwas davon noch? Andra Morenelpe, Musa Polytropon, Horst Malapolla, Planchte. Also Frau Wanknecht weiß jetzt, was er gesagt hat. Alle, ja, was war das? Nein, also das ist tatsächlich das Einzige, was übrig geblieben ist. Trotzdem mag ich das nicht, wenn ganz grundsätzlich über alte Sprachen so abfällig geredet wird. Nach dem Motto, das spricht doch heute keiner mehr. Also speziell, was Sie mit Latein mitbekommen, was logisches Denken angeht, was das Gefühl für Sprache angeht, was die Möglichkeit angeht, Französisch, Spanisch, Italienisch, andere auch romanisch angehauchte Sprachen besser zu verstehen. Und schlichtweg dieser Kulturschock, wenn Sie von der Grundschule kommen, wie Sie sich dann anstrengen müssen und wie Sie sich in sowas Neues reindenken müssen, das hat einen Wert an sich, der über das eigentliche Vokabelnlernen und dann den Gallischen Krieg übersetzen zu können hinausgeht. Ist das Scheitern denn auch wichtig? Weil also jeder scheitert mal bei Latein, nein? Insgesamt ist Scheitern wichtig. Absolut, sagt jemand im Publikum. Ja. Scheitern ist deshalb wichtig, weil es einen ja nach vorne bringt. Es gibt für mich 2 Fächer in der Schule, die ich ganz wichtig finde und wo das Scheitern schon von Haus aus angelegt ist. Das ist immer Musik und Sport. So. Sport bei Ihnen? Ja, natürlich, weil das ist bei jedem Menschen so. Sie können ja theoretisch immer noch schneller laufen. Sie könnten ja noch mehr trainieren. Sie könnten noch eine Runde mehr schaffen. Das heißt, dieses zu spüren,
meine Fähigkeiten sind begrenzt. Ich kann mich aber verbessern. Dafür muss ich mich aber anstrengen. Mal klappt es nicht. Dann freue ich mich über einen Sieg. Dann muss ich aber auch verlieren können. Ich muss mich in einer Mannschaft ein- und unterordnen können. Das sind ganz wichtige Dinge. Und in der Musik ist es im Grunde ähnlich, weil ich nie zur letzten Perfektion komme. Sie haben Blockflöte, glaube ich, gespielt. Ja. Auch da kann man scheitern. Schwer, finde ich auch. Aber jedenfalls ist ja die Frage, ob man dann am Ende, wenn man gescheitert ist, wenn man gelernt hat, wenn man die Schule dann durchgemacht hat, wenn man dann raus ist, so wie Sie, ist man dann ein gebildeter Mensch? Hat man dann etwas? Nein. Was wäre denn der Unterschied von dem, was Ihr Vater unter Bildung versteht vielleicht und das, was Sie darunter verstehen? Ja, also mein oder verstanden hat. Mein Vater hat mal verzweifelt an einen Bekannten einen Brief geschrieben. Günther verdient beim Fernsehen viel Geld, keiner weiß warum oder wofür. Das hat im Grunde ein bisschen die Verzweiflung ausgedrückt, dass er mich sozusagen nicht als Vertreter des klassischen Bildungskanons gesehen hat. Und trotzdem kommt er irgendwie im Leben zurecht. Aber es ist natürlich richtig, dass aus meiner Sicht der Mann viel, viel mehr wusste als ich jemals, so wie ich mir einbilde, was wahrscheinlich oder vielleicht auch falsch ist, dass ich ein bisschen mehr weiß als meine Kinder, wird wahrscheinlich ein Irrtum sein. Oder Sie hätten Hinweise, sachdienliche, dass das so ist. Die geben Sie mir jetzt nicht, weil die Kinder zuschauen. Nein. Was muss man denn wissen? Das ist wirklich die Wichtige. Deswegen sitzen wir ja hier. Also was ist Bildung und was muss man wissen? Also ich habe gerade gelesen, Goethes Faust ab 2021. Tapfer sein, Frau Wagenknecht, keine Pflichtlektüre mehr für Abiturienten. Ist das richtig? Also das Wort Bildung heißt ja nicht Wissen oder einfach nur intelligent sein. Sondern wenn ich es mal ganz runterbreche für mich, habe ich einen gebildeten Menschen vor mir, wenn er in der Lage ist, sein Leben sinnerfüllt zu gestalten. Das heißt also, ein Mensch, der in sich ruht, der weiß, was er kann, was er nicht kann, der sich bemüht, der Fleiß und Disziplin an den Tag legt, der in der Lage ist, sozial mit anderen Leuten auf vernünftige Weise zu agieren und damit für mich etwas darstellt im Leben, der hat natürlich 10-mal mehr Bildung als irgendeiner, der formal noch 3 Bildungsabschlüsse hat und sich damit etwas dicke tut. Aber muss der gebildete Mensch denn zwangsläufig auch was wissen? Also welchen Stellenwert hat das Wissen in der Bildung? Hat natürlich schon einen Stellenwert, aber Wissen ist natürlich auch fluide. Es ist genau, Goethe und Google ist natürlich genau die Frage. Man wird mit dem Wissenskanon, der bei mir vor 40 Jahren noch gereicht hat, wird man heute ganz bestimmt nicht mehr durchkommen. Also ich probiere es mal. Also muss man zum Beispiel wissen, was am 9. November, den wir gerade begangen haben, muss man wissen, was da in Deutschland sonst noch passiert ist, außer dem Mauerfall. Sollte man das wissen, ja oder nein? Das finde ich schon sehr wichtig. Ich saß das letzte Mal Sido gegenüber in der ARD, der gesagt hat, man muss noch nicht mal wissen, dass es die Berliner Mauer gegeben hat. Er erinnert sich nur noch an die Sehnsucht nach Überraschungseiern. Das ist für ihn die deutsche Einheit. Da bin ich ein bisschen böse geworden. Ja. Ja, Reichspogromnacht und wenn man 1918 Philipp Scheidemann auf dem Balkon auch noch erinnert, ist schon wichtig. Das gehört aber auch zur Bildung dazu, dass ich in der Geschichte irgendwie verortet bin, dass ich nicht denke, na, ich bin gerade zufällig auf der Welt und was vor mir war, ist egal und was nach mir ist und was irgendwelche anderen Leute mit sich herumtragen, das passt doch alles zusammen und ist natürlich auch geschichtlich begründet. Beethovens 9. ansingen. Zumindest den Chor. Ja, schön wär's. Und es ist ja auch freudeschöner Götterfunken. Das hört man ja in jedem Medley und selbst beim Klassikradio 8-mal am Tag. Sollte man können. Ja. Würden Sie dazu zählen. Einen Van Gogh von einem Picasso unterscheiden?
Ja, da wird es schon eng, denn man wird sagen, wozu brauche ich das? Ich finde es gut, dass man sich mit Dingen beschäftigt. Ich meine, warum soll ein 15-Jähriger noch am Sportunterricht teilnehmen, wenn er sagt, ich werde sowieso Architekt? Mhm. Das finde ich immer ganz blöde. Man soll sich auch mit Dingen auseinandersetzen, die einem auf Anhieb erstmal nicht gefallen und bei denen man auch nicht ganz genau weiß, wie sehr sie einem persönlich später mal nützen. Also würden Sie das dazu zählen? Van Gogh und Picasso zumindest stilmäßig auseinanderhalten, fänden Sie gut? Ja, das lernt man aber eigentlich auch im Kunstunterricht, sagen wir mal spätestens ab der 9. Klasse. Wie weit der Mond von der Erde entfernt ist? Ja, das sind natürlich... Da wird es dann etwas eng, ob ich 380.000 sehr gut. Kilometer... Sie haben so viel Quiz gemacht, da war es bestimmt mal drin. Ja. Nein. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, das muss man nicht wissen. Mhm. Das kann man tatsächlich, also man sollte nicht auf 380 Kilometer tippen, das schon. Aber das kann ich tatsächlich dann entsprechend googeln. Aber ja. Unterschiede Picasso, das ist auch immer so, ich habe alles im Smartphone. So, dann komme ich irgendwo im Ausland an und frage, wo geht's denn hier zum Bahnhof? Dann tippe ich das ins Smartphone, dann mache ich ein Übersetzungsprogramm, dann halte ich es jemandem hin, dann muss der das wieder abtippen. Das ist doch so gesehen auch lebensfremd. Und zu glauben, dass man Bildung und Wissen einfach downloaden kann, das ist völliger Schwachsinn. Das sagen ja die Kinder. Warum soll ich das lernen? Ich kann es doch alles googeln. Ein Totschlagargument, oder? Alles kann man nicht googeln. Dazu kommt ja auch, das Leben besteht ja nicht nur aus einzelnen Wissensfragmenten. Das ist zum Beispiel bei Wer wird Millionär so. Das ist zusammenhangloses Faktenwissen, was ich da abfrage. Aber was eine Bildung ausmacht, ist doch, dass ich Zusammenhänge herstellen kann oder dass ich die Dinge auch beurteilen kann. Wenn ich sage, es gibt doch alles im Netz. Natürlich gibt es alles im Netz, aber das führt natürlich auch zu einer informationellen Müllhalde, bei der ich ja zumindest ansatzweise in der Lage sein sollte, die Dinge zu sortieren und auch zu bewerten. Okay, aber man kann den Satz des Pythagoras zum Beispiel googeln, das ist ganz leicht. Dann kommt man auf Wikipedia und hat man dann auch eine richtige Antwort Ihrer Meinung nach? Verlassen Sie sich auf die Dinge, die Sie aus dem Netz ziehen? Und da sollte man... Dass es das gibt? Ja, dass es das gibt, in jedem Fall, weil ich glaube, dass es eine wahnsinnige Demokratisierung von Wissen ist. Also wer heute etwas wissen will, etwas lernen will, der kann mit Hilfe von YouTube, also früher musste man dann wertvolle Repetitorien belegen oder Nachhilfestunden nehmen, der kann für meine Begriffe sich da wirklich prima bilden. Mhm. Frage ist, die Tatsache, dass die Möglichkeit da ist, führt es dazu, dass das auch entsprechend genutzt wird. Und? Von der Mehrheit der Leute. Ja? Naja, es wird natürlich schon viel gedaddelt. Ne? Und die Tatsache, dass das natürlich verführerischer ist, als sich jetzt irgendein Physik-Tutorial anzuschauen, ist natürlich auch klar. Absolut. Weil wir gerade dabei waren, Sie haben gesagt, wer wird Millionär? Also wer gewinnt denn da? Also jemand, der sehr viel weiß oder jemand, der es am Ende... es gab so eine schöne Frage für 2000 Euro. Die Frage, also durch welches Verfahren man in Athen einen Bürger in die Verbannung schickte. Da gab es vier zur Auswahl. Da gab es also A, die Götterspeise, B, Henkersmahlzeit, C, der Grillteller und D, das Scherbengericht. Ja. Und die Kandidatin hing lange beim Grillteller. Ja, und das war eine arbeitslose, das war eine arbeitslose Hausfrau, die am Ende 1 Million Mark, damals noch Mark. Das heißt, war Mark oder Euro? Ich glaube, die war auch noch Mark. Also das wusste sie nicht, aber dann später, wenn es ja dann bei Ihnen auch mal bildungsintensiver wird, bei den letzten Fragen, da wusste sie. Ja, der frühere Bundespräsident von Weizsäcker sagte mir, bei Ihnen hätte ich schon mehrmals die Millionen gewonnen. Herr Bundespräsident, wie kommen Sie darauf? Ja, ich habe schon die und die und die Millionenfrage beantworten können. Bei allem Respekt, Herr Bundespräsident, ich glaube, dass Sie da vorzeitig gescheitert wären. Warum? Weil Sie die Hauptdarsteller von GZSZ bei 2.000, 4.000 und 8.000 Euro, glaube ich, nicht fehlerfrei ermittelt hätten. Hat er den Kopf so schief gelegt, hat gelacht, hat gesagt, da haben Sie recht. Also heißt, aber eine solche Sendung ist zusammenhangsloses Faktenwissen, haben Sie ja schon gesagt. Jetzt gibt es eine neue Sendung, das würde mich wirklich interessieren, die heißt, bin ich schlauer als Günther Jauch? Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen schlau und intelligent beispielsweise? Ja, intelligent... Was sind Sie denn?
Eher schlau als intelligent, vermute ich. Aber ich befürchte, dass diese Sendung, ich habe nämlich diesen großen Schlautest, und das sind Wissenschaftler, die den Begriff der Schleue da eingeführt haben, mit Absicht nicht. Es ist kein IQ-Test. Mhm. Die haben den Test mit mir schon gemacht und mit 1000 repräsentativ ausgesuchten Menschen. Ich kenne zwar mein Ergebnis nicht, aber ich bin da derart unter Druck geraten und habe einfach oft wegschmeißen müssen. Also ich habe nicht mal eine Ahnung gehabt, was ich da sagen soll. Was ist die Definition? Schlau ist natürlich, dass man Ziele erreicht und zu Ergebnissen kommt, die einem persönlich weiterhelfen, auch indem man vielleicht einen Umweg geht, indem man ein Ausschlussverfahren wählt, auch vielleicht indem man ein bisschen durchtrieben ist. Vielleicht auch indem man eine Menschenkenntnis hat und weiß, wie man andere Leute für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Wäre das noch in diesem Bildungsdingens, also ist man schlau und dann gebildet oder ist man... Nein, ich glaube, dass das eine mit dem anderen eigentlich nicht so viel zu tun hat und ich fürchte, dass übermorgen live sich klären wird, dass ich auch im bundesdeutschen Durchschnitt da eher im 3,1-Bereich anzusiedeln bin. Sie spielen ja unter anderem gegen Alice Schwarzer. Ist die schlauer als Sie? Was glauben Sie? Das weiß ich nicht. Frau Schwarzer. Das weiß ich nicht, aber es spielt Sonja Zietlow mit, die zumindest relativ, die hat mal ein IQ, der ist mal gemessen worden mit 132. Dann hat die diese Pilotenprüfungen geschafft, wo man also sehr viel mit Logik und Schnelligkeit, muss man sehr gut sein. Die halte ich für eine ziemliche Favoritin. Also das wird man sehen, aber die Frage, die wir ja gerade am Wickel hatten mit Google und der Frage, also im Internet findest du alles, was du brauchst, macht das manche Dinge dann auch in der Schule, also muss man in der Schule eigentlich lernen, wie man damit dann umgeht, anstatt dass man zum Beispiel dann doch nochmal Altgriechisch macht oder anstatt dass man, weiß ich nicht, das Periodensystem in der Chemie auswendig lernt. Im Grunde ist das Schwierige, was kappt man? Was lässt man weg? Muss ich einen Korbblütler von einem Kreuzblütler, von einem Schmetterlingsblütler unterscheiden können? Oder kann ich sagen, ich Tiere oder Biologie, Pflanzen? Ja? Oder kann ich das weglassen und mich stattdessen damit beschäftigen, worauf muss ich achten, wenn ich eine Versicherung abschließe? Fragen Sie heute mal Kinder in der 10. Klasse oder auch selbst Abiturienten, wie Steuern in unserem Land funktionieren. Ganz einfache Basics, was juristische Fragen angeht, mit denen man jeden Tag irgendwie zu tun hat, haben die gar keine Ahnung davon. Und da ist tatsächlich die Frage, ob man das nicht auch mit in den Lehrplan einnehmen könnte. Ich habe aber die Hoffnung in unserem ansonsten sehr schönen Föderalstaat, was das angeht, aufgegeben. Wenn Sie regelmäßig, wenn Sie von Bremen nach Bayern umziehen, im Grunde dann von der 8. zurück in die 6. Klasse müssen, dann wird das, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Es gibt auch gute Schulen in Bremen. Sage ich jetzt aber nur für alle Bremer, die uns jetzt sofort schreiben werden. Aber also ich gebe Ihnen jetzt drei Fächer, die neu installiert werden in unterschiedlichen Regionen. Sie sagen mir, Sie haben ja 4 Töchter durch die Schule gebracht, zwischen 20 und 30 sind Sie jetzt. Welche von diesen Fächern hätten Sie Ihren Töchtern gerne angedeihen lassen wollen? Alltagskompetenz und Lebensökonomie? Machen die Bayern demnächst? Ach, das kriegen die ganz gut hin. So die... Braucht man nicht in der Schule. Klimawandel macht Italien jetzt? Ja, das finde ich so. Und also das ist jetzt das heiße oder das kalte Thema, je nachdem. Mhm. Und vor 2 Jahren hätte das niemand für so besonders wichtig gehalten. Vielleicht ist es, obwohl es ganz, ganz wichtig ist, aber doch im Moment ein bisschen ein Modethema. Gesundheitsförderung fordert die Bundesärztekammer? Ich bin ein großer Verfechter von einer Stunde Sport am Tag. Das ist, glaube ich, besser als theoretische Unterweisung. Waren Sie ein strenger Vater mit Ihren Töchtern in der Schule? Ja. Also die mussten die bessere Noten haben als Sie? Nein, das war nicht so schwer. Das haben Sie Das gilt nicht. Also mussten Sie schon Noten, gute Noten, Instrument spielen? Ein Muss? Ja, das haben wir eingeführt. Ja, doch, Sie haben alle ein Instrument gelernt. Ja. Mhm. Und TV-Verbot? Damit man lernt und nicht verdummt? Nein, das gab es nicht. Aber die waren auch keine Fernsehjunkies. Wahrscheinlich gab es gar keinen Fernseher im Hause auch. Doch. Sie haben 2 Studiengänge abgebrochen. Hm. Jetzt sind Sie ein Senior, 63 in diesem Jahr geworden. Können Sie sich vorstellen, wieder zurück an die Uni zu gehen? Das machen ja ganz viele. Und wenn ja, was würden Sie gerne noch mal studieren, wenn Sie die Möglichkeit hätten? Ja, eigentlich das, was ich damals abgebrochen habe, Politik und neuere Geschichte.
Jura interessiert mich weiterhin auch. Ich weiß nicht, ob ich noch so gut im Lernen bin. Also ich habe früher im verrauchten Doppeldeckerbus in Berlin habe ich 20 Vokabeln, die mir völlig neu waren, in 10, 12 Minuten auswendig gelernt. Heute können Sie mir 5 für eine halbe Stunde hinlegen und dann kriege ich nur noch 3 zusammen. Also ob ich das, ob ich ein guter Student wäre, möchte ich bezweifeln. Aber finde auch, dass es in Deutschland, dass man nicht so sehr immer nur auf das Abitur und auf ein anschließendes Studium schauen sollte. Mittlerweile machen 50% eines Jahrgangs fast in ganz Deutschland Abitur. Und ich wünsche mir eigentlich weiter den begnadeten Handwerker, den überzeugten Bäcker, den zufriedenen Hausmeister. Leute, die diesen Job, die diese Jobs gut machen als Handwerker, können sie heute im Grunde fast jeden Akademiker an einem Einkommen, wenn sie den Job vernünftig machen, deutlich überflügeln. Und es sind tolle Berufe. Das duale System in Deutschland. Letzte Frage in... Wenn Sie Deutschland von 1 bis 6 eine Note geben sollten, wie gut sind wir in Bildungsfragen? Was wäre denn die Note? Insgesamt, glaube ich, sind wir immer noch ganz gut, auch durch dieses System der dualen Bildung. Da werden wir weltweit beneidet. Natürlich gibt es, was vor allen Dingen Kleinkindförderung geht, die Skandinavier uns voraus, aber... Also unter eine 4,5 von 6. Ach so, 1 ist die beste Note. Wie in der Schule halt. Ach ja, da glaube ich, sind wir immer noch bei einer schwachen 2. Immerhin. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Günter Jauch. Dankeschön. Danke. Danke.